gestürzt ab und schön in den Pool rein. Batz! Stopp! Hören Sie zu. Dieser Schlüssel passt in ein Bankschließfach in Genf. Der Inhalt gehört Ihnen. Bah! Ich habe sie nicht. Verstehen Sie? Mich wollen Sie doch gar nicht. Es ist Solomon. Hören Sie, ich habe Informationen über Solomon. Ich weiß genau, was er vorhat. Und kenne den Zielort der Koffer. Machen wir einen Deal. Meine Freiheit gegen Informationen. Sie lassen mich gehen und ich sage Ihnen alles. Ich sage Ihnen, wo Solomon hin will. Ich weiß, was er vorhat und... Oh! Also... Sie fuhren also dorthin. Sie und die, die übrig waren. Sie, Cole und Montez. Ich an Ihrer Stelle würde jetzt an meine Freunde denken. Ich würde mich fragen, was ich hätte anders machen können. Vielleicht wünschte ich sogar, es wäre mir passiert und nicht meinen Freunden. Sie kamen also bei Kafarovs Villa an. Vor dem größten Teil der russischen Einheiten und vor allen anderen. Nicht vor allen anderen. Dima war dort, oder etwa nicht. Und sie trafen eine Entscheidung. Eine folgenschwere Entscheidung für sie und über das Leben ihrer Leute. Und darüber, wie weit sie für ihr Land gehen würden. Sie wissen einen Scheiß über die Entscheidung, die ich treffen muss. Dann erklären Sie es mir. Überzeugen Sie mich. Wir teilten uns auf. Die Villa zu durchsuchen. Ich war allein. Nein, wir waren allein. Das gefällt mir überhaupt nicht. Scheiße. Jetzt sind wir als Blackburn. Aber wir sind schon mal ein Stückchen weiter. Und alles brennt natürlich. Untersuche das, weiß ich nicht. Da ist schon wieder dieses Zeichen. Wir sollen uns dahin bewegen. Ich glaube nicht. Laber nicht, dass das der Pool ist. Dummheiten. Dieses Stück Scheiße hier hat Russland 3 Atomwaffen geklaut und an einen Mann namens Solomon verscherbelt. Solomon benutzt die Bellar. Er hat mindestens 2 Ziele, New York und Paris. Er transportiert die Waffen mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Bombe für New York will er sehr bald am Times Square zünden. Das darf nicht passieren. Wir können einen möglichen Krieg verhindern. Nur wir beide. Keine Politiker. Kein Geld, das die Taschen wechselt. Nur 2 Soldaten, die die Wahrheit sagen. Hilf mir. Hilf mir, das durchzuziehen. Das war's. Ich muss jetzt gehen. Wenn du ihn nicht erschießt, werden Millionen sterben. Verbündete rücken an! Ich sagte, runter auf den Boden! LOL! Was? Ich bin gestorben. Willst du mich an den... Lol, was... Was? Ich konnte mich nicht bewegen. Wieso tötet der mich? Mein eigener tötet mich und ich bin einfach gestorben. Lol. Okay. Na, nice. Würde ich sagen. Auf jeden Fall. Warum auch nicht? Ne? Warum auch nicht? Ich dachte, das gehört jetzt irgendwie dazu. Warte, wo steht denn der? Der spawnt einfach irgendwo, gell? Das ist auch ein bisschen komisch. Mein eigener mich tötet und ich bin tot. Das ist wirklich komisch. Mach keine Dummheiten. Dieses Stück Scheiße hier hat Russland 3 Atomwaffen geklaut. Okay, wir können es nicht überspringen. Mann namens Solomon verscherbelt. Solomon benutzt die Bellar. Er hat mindestens 2 Ziele. New York und Paris. Er transportiert die Waffen mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Bombe für New York will er sehr bald am Times Square zünden. Das darf nicht passieren. Wir können einen möglichen Krieg verhindern. Nur wir beide. Keine Politiker. Kein Geld, das die Taschen wechselt. Nur 2 Soldaten, die die Wahrheit sagen. Hilf mir. Hilf mir, das durchzuziehen. Das war's. Ich muss jetzt gehen. Wenn du ihn nicht erschießt, werden Millionen sterben. Verbündete rücken an! Ich sagte, runter auf den Boden! Ich kann mich nicht bewegen. LOL! Ich kann mich nicht bewegen, Alter. Was soll ich tun, ey? Ich kann mich nicht bewegen. Was mache ich denn falsch? Junge, ich habe gerade meine Faust vor meinem Monitor, ne? Und, oh Mann, ey. Ich kann mich nicht bewegen, ey. Warum, was soll ich denn tun, Alter? Soll ich dann den Granaten in seine Fresse reinwerfen, damit der schießt? Warum sterbe ich?
Ich kann es einfach nicht verstehen, warum wir sterben. Nein, das will einfach nicht meine verkackte Birne reingehen. Kommt näher. Achso, da spawnt er. Okay. Dieses Stück Scheiße hier hat Russland 3 Atomwaffen geklaut und an einen Mann namens Solomon verscherbelt. Solomon benutzt die Pillar. Er hat mindestens Pillar. New York und Paris. Er transportiert die Waffen mit öffentlichen Verkehr. Ich weiß nicht, ob ihr das zum dritten Mal hören wollt, aber wirklich, das ist zum Kotzen. Ich kann mich nicht bewegen, ich kann mich nicht ducken, ich kann nicht nach rechts, kann ich nach vorne, kann ich zurück, kann ich nach links. Das ist einfach behindert. Ich kann nicht schießen, weil die Waffe als defensive Handlung Dingsbums bestimmt worden ist. Kein Geld, das die Taschen wechselt. Nur 2 Soldaten, die Wahrheit sagen. Hilf mir, das durchzuziehen. Das war's. Ich muss jetzt gehen. Wenn du ihn nicht erschießt, werden Millionen sterben. Ja, ist gut, aber ich kann mich nicht bewegen. Alter. Willst du mich verarschen? Warum sterben wir? Ich weiß es nicht. Ich kann mich auch nicht auf den Boden legen. Was soll ich tun? Ich weiß nicht was. Das ist echt lächerlich, ey. Das ist wirklich dreist, was die hier gerade mit mir abziehen. Ich kann mich auch nicht hinlegen. Warte, ich krabbel mal darüber. Mal schauen, was passiert. Vielleicht bleibe ich am Boden liegen. Ich weiß es nicht. La 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 la. La la la. Wir achten auf die Kartons. Mach keine Dummheiten. Dieses Stück Scheiße hier hat Russland 3 Atomwaffen geklaut und an einen Mann namens Solomon verscherbelt. Solomon benutzt die Pillar. Er hat mindestens 2 Ziele, New York und Paris. Er transportiert die Waffen mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Bombe für New York will er sehr bald am Times Square zünden. Das darf nicht passieren. Wir können einen möglichen Krieg verhindern. Ich bin echt überfragt, wie wir das machen müssen, ey. Ohne Spaß. Wenn es jetzt noch einmal passiert, dann breche ich mal die Aufnahme ab und schau mal, was ich machen muss. Hilf mir, das durchzuziehen. Vielleicht, das ist ganz bestimmt irgendwie ein Bug im Spiel, aber das ist wirklich zum Kotzen. Wenn du ihn nicht erschießt, werden Millionen sterben. Verbündete rücken an! Ich will ihn erschießen, aber ich kann mich einfach nicht bewegen, Hurensohn. Warum bringst du mich um, du Hurenkind? Du bist einfach ein verschissenes Hurenkind. Warum bringst du mich um? Sorry, dass jetzt so viel Hurenkind gefallen ist, aber das ist wirklich ein Spast, Mann. Der gehört in die Kammer und der gehört einfach verbrannt, Mann. In die Kammer mit dem Spasten. Ja, das kotzt mich jetzt einfach an. Kann ich mich irgendwo anders hin bewegen? Warten Sie, ich prüfe mal kurz was. Wenn da eine unsichtbare Wand ist, da ist eine unsichtbare Wand. Okay, das ist keine unsichtbare Wand, das ist Ende des Kampfgebietes, ist egal. Jungs, das war's mal für die Aufnahme. Ich bin gerade ein bisschen angepisst jetzt am Ende. Ich hätte gedacht, das ziehe ich jetzt durch. Ich muss nicht doch einmal die Aufnahme irgendwie starten oder so. Aber es geht nicht. Ich falle hier runter. Es geht nicht. Ich weiß nicht warum, aber es funktioniert einfach nicht. Ich werde mich jetzt mal informieren, was ich machen muss. Was ist hier? Das ist ein Radio. Okay. Was ich machen muss, dann sterben wir. Und wir sehen uns gleich wieder. Also ich bin jetzt echt überfragt. Also wenn ihr es wisst und das Video vielleicht schon draußen ist, weiß ich nicht. Aber bestimmt nicht. Okay, schreibt es einfach in die Kommentare. Würde mich freuen. Also bis zum nächsten Mal. Und ich bemühe mich, das herauszufinden. Servus. Hallo Leute, ich bin's. Ich bin wieder zurück. Und gestern, also heute ist ein Tag nach der letzten Aufnahme, habe ich nachgeschaut, was wir machen müssen. Genau. Und er sagt eigentlich schon, was wir machen müssen. Nur ich habe es einfach nicht gepeilt. Er hört ihn nochmal genau zu, das letzte Mal hoffentlich. Ich hoffe es wirklich. Genau, okay. Mach keine Dummheiten. Dieses Stück Scheiße hier hat Russland 3 Atomwaffen geklaut und an einen Mann namens Solomon verscherbelt. Solomon benutzt die Pillar. Er hat mindestens 2 Ziele, New York und Paris. Er transportiert die Waffen mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Bombe für New York will er sehr bald am Times Square zünden. Das darf nicht passieren. Wir können einen möglichen Krieg verhindern. Nur wir beide. Keine Politiker. Kein Geld, das die Taschen wechselt. Nur 2 Soldaten, die Wahrheit sagen. Jetzt hört genau zu, wenn der Hilf mir, reinkommt oder der Cole oder so. Das war's. Ich muss jetzt gehen. Wenn du ihn nicht erschießt, werden Millionen ihn,
ihn, ja? Ich habe verstanden. Wir müssen den hier töten, was ich gerade getan habe, was wir gestern nicht getan haben. Denk daran, tu alles, was nötig ist, um Solomon aufzuhalten. Für alle, die es nicht verstanden haben. Dieser Kafferow, der da unten liegt, der ist schon tot, den hat er fertig gemacht. Der war eigentlich nur im Puppenspiel eigentlich nur eine Nebenrolle. Wir sollten ihn töten, damit er fliehen kann, damit er noch was Positives anrichten soll, nennen wir es so. Genau, wir haben jetzt unseren Colonel getötet, damit er uns nicht tötet, damit er nicht sagt, dass wir was mit denen zu tun haben, sonst wären wir sofort umgebracht oder so, keine Ahnung. Wurden wir ja quasi, wenn wir ihn nicht erschossen hätten. Okay. Genau, also haben wir jetzt ziemlich scheiße gebaut und deshalb ist der ganze Verhör hier entstanden. Und die nächste Mission, der große Zerstörer. Genau, was jetzt auch ziemlich cool gemacht worden ist, die erste Mission ist ja, wir steigen ein, es war ja quasi das Tutorial hin oder her, war es, dass wir in den Zug eingestiegen sind und erstmal geflohen sind. Und jetzt kommen wir zurück, warum wir geflohen sind. Und das finde ich ziemlich geil gemacht, dass es wieder nach zum Anfang gespult wird, worum wirklich alles sich dreht. Ja. Sie gestehen also, dass Sie unter der Führung eines russischen Agenten Ihren befehlshabenden Offizier erschossen haben, richtig? Wenn Sie uns sonst nichts von Interesse zu erzählen haben, ist dieses Verhör hiermit beendet. Sie wurden benutzt von den Russen. Es ist Solomon. Haben Sie mir denn überhaupt nicht zugehört? Sie behaupten also, es gäbe eine PLR-Bedrohung mit Solomon an der Spitze. Ja. Und weiter, dass Sie im Interesse unserer Nation handelten, als Sie einen russischen Agenten laufen ließen und Ihren eigenen Mann erschossen. Wer soll das glauben? Nichts davon ist beweisbar. Das ist doch Irrsinn. Niemand kann bezeugen, dass es eine dritte Bombe gibt. Die Bank stürzte ein. Al-Bashir ist tot, ihre Einheit ist tot, Dima ist vermutlich tot, Kafarow ist tot. 80.000 Franzosen sind ums Leben gekommen. Das alles waren Ihre Zeugen, Sergeant. Und sicher wissen wir nur, dass Sie Ihren Vorgesetzten getötet haben. Bring ihn rein. Sie sahen, wie dieser Mann seinen Vorgesetzten erschossen hat? Lassen Sie doch endlich diesen verdammten Blödsinn, Sergeant. Hat Dima Ihnen keine Anweisung erteilt? Hat er Sie nicht überredet, Cole zu erschießen und nach Paris zu fliehen, wo er die Bombe zündete? War das etwa nicht Dima? Solomon hat die Bombe. Solomon gehört zu uns. Er ist schon seit einigen Jahren in Übersee für uns aktiv. Wir schleusten ihn bei Al-Bashir ein, um an Informationen zu kommen. Verarschen Sie mich nicht! Er ist ein Mörder! Sie haben das Video doch gesehen! Wer in unserem Geschäft im Außendienst tätig ist, ist gelegentlich gezwungen, Opfer für das Wohl der Öffentlichkeit zu erbringen. Das ist doch auch Ihr Standpunkt. Himmel, Herrgott, die Scheißbombe ist da draußen und Solomon auch! Sie können diese Bedrohung nicht einfach ignorieren! Vielleicht haben Sie recht, Sergeant. Vielleicht war Solomon zu nahe am Feuer, aber wir haben die Lage absolut im Griff. Verlassen Sie sich drauf. Die Russen sind eindeutig eine unmittelbare Bedrohung. Ja? Was soll das heißen? Sie haben einen Zug verloren. Solomon benutzt die Bombe. Er ist schon seit einigen Jahren in Übersee für uns aktiv. Er hat mich benutzt, wir alle. Er sagte, nimm die Bombe. 80.000 Tote. Wir können einen möglichen Krieg verhindern. Der Explosionsradius passt zu einer russischen Kofferbombe. Wir haben schon eine Massenvernichtungswaffe gesichert. Da ist doch Platz für zwei. Wie viele tragbare Atombomben haben Sie dort gesehen? Die anderen beiden. Am 14. dieses Monats. Ihr gibt Karten von Paris, New York. Er transportiert die Waffen mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Solomon wird zuschlagen. Der Fahrplan, den wir gefunden haben. Mhm. Welche Uhrzeit stand da? 6:02. Warum?
So, das war jetzt mal cool Action. Und wir müssen hier raus. Spring aus dem Fenster, flieh aus dem Gebäude. Das machen wir natürlich glatt. Das haben wir geschafft. Komm schon. Wir sind ja schon auf einer Matratze gelandet. Der Zug kommt. Erreiche die Straße. Okay, jetzt kommt...